Hallo Kollege, da der ICE3 von Frankfurt nach Brüssel wegen eines technischen Defekts ausgefallen ist, übernimmst du diese Fahrt im Ersatz Intercity. Abfahrt ist um 16:05 Uhr, du hast also 5 Minuten Zeit, um deinen Zug aufzurüsten und die Fahrgäste einsteigen zu lassen, während der Kölner Dom hier vor sich herbimmelt. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So, machen wir die Türen links auf. Genau, wir sitzen in der Baureihe 101. Haben wir die Türen offen? Ja. Und rüsten mal ganz kurz den Zug auf. SIFA, PZB und LZB an. Dann setzen wir uns wieder hin. Abfahrt ist um 16:05 Uhr, heißt also, wir haben noch einen Augenblick. Bremsschlüssel aufgesperrt. Ziehen wir mal die direkte Bremse an. Ah, so viel wollte ich gar nicht. Lösen hier mal. Fahrtrichtungswende an Vorwärtsstellung. Zugsammelschiene ist an. Hauptschalter ist an. Stromabnehmer ist oben. Die PZB-Einrichtung, die Lüfter. Das passt alles. Zuglichter machen wir an. Das passt alles auch. Genau, so, dann gucken wir uns hier mal um. Hier am Kölner Hauptbahnhof. Also wir fahren in der Baureihe 101, in dieser nett hier, aber waren Sie schon mal in Baden-Württemberg Lackierung? Fahren hier einen Intercity mit, ich glaube, 11 Wagen. Hier vorne steht ein Eurocity. Hier auf Gleis. Ist das Gleis 1? Auf jeden Fall stand ich schon mal hier, tatsächlich genau auf diesem Bahnsteig. So, hier vorne sind wir. Und hier vorne steht noch eine Baureihe 112. Sehr schön. Genau Ihre Richtung. Hier vorne noch der Talentzoo von National Express. Oh, du hast die Türen auf der falschen Seite aufgemacht. Kollege, das war nicht so schlau. Fährst du jetzt noch weiter? Nee, ich glaube nicht. Na ja, gut. Dann gehen wir mal zurück zu unserer Lok. So, wir haben noch eine Minute. Dann machen wir uns noch mal die AFB an. Jawohl. Gehen wir mal auf dieses Display. Die Bremsen sind gelöst. Da vorne fährt der ICE ein. Um 16:30 Uhr sollen wir dann in Aachen sein. Das Szenario stammt von Zunder 1693 aus dem Railsim Forum. Schließvorgang eingeleitet. Der Download-Link zum Szenario ist in der Videobeschreibung. Ich habe ein bisschen selbst was noch am Szenario verändert. Also so ein bisschen am Rollmaterial habe ich noch verändert. Heißt also, so wie wir es hier sehen, gibt es das Szenario nicht zum Download.
Ich habe da beispielsweise hier den Eurocity, den wir links gesehen haben. Das ist eigentlich ein Intercity und ich habe halt die Wagen nochmal umlackiert. Zum Beispiel. So, und ich habe bei ein, zwei Zügen habe ich noch einfach das Rollmaterial selbst ausgetauscht, einfach nur um noch ein bisschen mehr Variabilität zu haben. Auch die Baureihe 101 ist normalerweise in der ganz normalen Lackierung in der Verkehrsroten hier angedacht und ich habe eben dieses nett hier, aber waren Sie schon mal in Baden-Württemberg mit ausgewählt. Da sehen wir es nochmal. Genau. Aber das kann man ja frei nochmal selbst umgestalten, wenn man es möchte. Und das habe ich halt gemacht, aber wie gesagt, der Download-Link ist trotzdem hier in der Videobeschreibung. Und dann gucken wir uns das Ganze auch mal an. So, wir dürfen 70 fahren. Dann machen wir das auch mal. Und 80 dürfen wir dann hier fahren. Natürlich, sobald unser ganzer Zug drüber ist. Was vielleicht jetzt der Fall sein könnte. Also gehen wir mit der AFB hoch auf die 80. Übrigens Taste R, die AFB hoch, Taste R, AFB runter, Taste F. F wie AFB. Und hier vorne ist die LZB. Und dann meldet sie sich auch schon. AFB-Hebel ganz nach vorne durchdrücken. Bisschen mehr Leistung können wir auch geben. Und dann ist das jetzt eine ganz entspannte Fahrt bis nach Aachen, hoffentlich. Mal sehen, was uns da erwartet. Dürfen wir jetzt gleich fahren. Mal gucken, ob das die LZB auch so sieht. Da spielt die LZB mit. Und wir kümmern uns jetzt nur noch um die SIFA. Und natürlich haben wir ein wachsames Auge auf der auf die Strecke. Setzen wir uns mal hier vorne irgendwo am Bahnsteig hin. Oder ja, vielleicht nicht direkt am Bahnsteig. Aber ich würde sagen, hier vorne. Na, komm schon. Sieht aus wie ein Leuchtturm. So, 160 sind freigegeben, dann fahren wir mal 160. 60 Kilometer noch bis Aachen. Was entgegen. Das sieht aus wie eine 425. Muss mal hier die FPS einbinden. Ja, solide 40.
sieht gut aus. An dieser Stelle sei nochmal erwähnt, ich bin kein professioneller Lokführer, habe auch keinerlei Anspruch auf Professionalität oder Realismus. Aber wer von euch professioneller Lokführer ist, der wird das sicherlich bereits schon gemerkt haben. Ich erzähle auch zwischendurch ziemlich viel Quatsch. Aber das passiert. Irgendwann soll ja noch die Baureihe 187 für diese Strecke kommen von Skyhook Games. Im Güterverkehr soll sie dann hier tätig sein und ich freue mich da extremst drauf. Die ist ja schon seit unglaublich langer Zeit in Entwicklung. Im Grunde genommen seit fast seit Veröffentlichung vom TSW 2. Also seit rund einem Jahr, vielleicht nicht ganz so lange. Ja, auf die freue ich mich auf jeden Fall extremst. So, 200 sind erreicht. Ich hoffe allerdings, dass dann die 187 von der Vielfalt der Aufgaben auch was zu bieten hat und nicht nur dieses reine Fahr von Köln Hauptbahnhof aus nach Aachen Hauptbahnhof, sondern dass vielleicht hier und da ein paar Ausweichgleise mit benutzt werden. Oh, hallo. Das klingt ein bisschen wie ein UFO. Also dass hier und da mal so ein paar Ausweichgleise mit benutzt werden. Wir haben ja ein paar Abstellgleise etc. Also dass da auf jeden Fall so ein bisschen Abwechslung auch in den Aufgaben mit drin ist und nicht nur so eine Fahrt von Bahnhof X nach Bahnhof Y. Wir können uns ja hier mal auf der Strecke angucken, was da so theoretisch alles möglich wäre. Klar, wir haben halt hier die Gleise für die Hochgeschwindigkeitszüge. Ich denke mal, die Güterzüge fahren ja eher dann hier, ne? Ach ja, diese riesige Brücke hier finde ich immer sehr, sehr markant. Gerade wenn man aus der anderen Richtung kommt, aus Aachen heraus, dann finde ich, ist das, sobald man das sieht, etwas, wo man weiß, ach ja, gleich sind wir da, gleich sind wir in Köln. Kleine fliegende Überholung. Aha, was ist das da rechts? Aha. Weil ich wollte mir das eigentlich angucken, aber konnte jetzt nicht die fliegende Überholung verpassen. Ja, okay, gut, so weit geht das nicht mehr in die Richtung. Der Baum im Führerstand. Da müsste mal DB Netz angerufen werden und die müssten mal dann jemanden losschicken, der die Bäume zurechtstutzt.
das? Sind das Abstellgleise hier? Ein ganz kurzes Ausweichgleis, oder? Wobei, war das wirklich ein Ausweichgleis so kurz? Das war dann vielleicht mehr, um ein, zwei Güterwagen irgendwo abzustellen, oder? Genauso wie hier rechts. Oder vielleicht um eine Lok abzustellen. Genauso wie hier. Also, was mir aufgefallen ist, schon häufiger bei der 101, ich drücke ja die ganze Zeit hier auf die SIFA. Huch. Ja. Haben wir nicht gesehen. Ich drücke ja die ganze Zeit hier auf die SIFA. Ja, ihr seht es ja. Aber manchmal fehlt da das akustische Feedback dazu. Ne? Ich glaube, wenn man da zu oft drauf drückt, macht man die SIFA einfach kaputt. Einmal mit der Maus ausgerutscht. Also schön auf jeden Fall, dass hier diese Zickzack-Oberleitung mit verbaut ist. Das ist schon nicht schlecht. Man sieht das gerade echt gut in dieser Kurve, hier diese Kurvenüberhöhung mit eingebaut worden ist. Nicht schlecht, nicht schlecht. So, der Balken läuft runter und dann dürfen wir 200 fahren und dann 100 in ungefähr 3,5 Kilometern 160 dann. Ich glaube, da müsste auch die LZB, das LZB-Ende sein. Ah, die LZB bremst uns runter. Hervorragend. Gefahrenleuchtmelder leuchtet. Hier rechts auch auf jeden Fall ein bisschen Potenzial für die Güterzüge, links auch. Da haben wir ja sehr, sehr viel Abstellung. Apropos Güterzug, da kommt uns eine
182 von Hector Rail entgegen. Mit einem kurzen Zug. Jo, das hat doch die LZB hervorragend gemacht. Ja, die 182 ist zum Beispiel auch so eine Lok, die eigentlich nicht in dem Szenario mit verbaut ist, aber die habe ich dann einfach ersetzt und selbst hier mit eingefügt. Wir bestätigen LZB-Ende. Genau, da ist, glaube ich, ursprünglich eine 185.2 vorgespannt. Und die habe ich halt einfach mal ersetzt, eigenständig mit der 182 von Hamburg-Lübeck. Das auch noch in einem entsprechenden Repaint, um noch ein bisschen mehr Variabilität mit reinzubringen. Okay, Leistungshebel komplett runter. Dann einmal die AFB, zack. Dann dürfen wir wie schnell fahren? 160. Noch. In 7 Minuten müssen wir schon da sein. Oh, das ist aber sportlich. Kann sein, dass der Fahrplan nicht für uns ausgelegt ist, sondern die 16.30 Uhr die Ankunftszeit für den ICE ausgelegt ist, der ja ein wenig schneller auf der Schnellfahrstrecke fahren darf als wir. Ich glaube, das wird nichts. Mal schauen. Übrigens an dieser Stelle nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön für alle eure Kommentare, für all die Informationen, die ich teilweise noch in den Kommentaren bekomme. Zu Dingen, die ich vielleicht nicht ganz richtig gesagt habe oder gemacht habe, wo ich vielleicht noch Fragen hatte. Also großes Dankeschön, das liest man sich sehr, sehr gerne durch und kann daraus auf jeden Fall noch einiges lernen. Wie gesagt, ich habe ja hier keinerlei Anspruch auf Realismus oder sowas, sondern ich finde Hauptsache, es macht Spaß. Aha. Oh, 18 Kilometer noch. Da sah man gerade die Kurvenüberhöhung noch mal ziemlich gut. Also das ist etwas, was
schon ziemlich hübsch ist, wenn das mit verbaut ist. Man kennt das ja noch aus den Strecken von DTG, aus dem Train Simulator, wo teilweise gerade bei den älteren Strecken doch in Gänze auf sowas wie Kurvenüberhöhung verzichtet worden ist. Und das ist halt einfach ein ganz anderes Gefühl, mit 160 km/h in eine Kurve reinzufahren, die keine Kurvenüberhöhung hat, weil man da das Gefühl hat, dass man dann da gleich rausfliegt. Während hier das Ganze eben doch eine sehr, sehr stimmige Gesamtleistung abgibt. Also Hut ab vor der Strecke Köln-Aachen, die ist gut gelungen. Das ist eine sehr gute Strecke, finde ich. Genauso wie München-Augsburg, die ja absolut State of the Art ist, was deutsche Strecken angeht. Dresden-Riesa. Nur Hamburg-Lübeck ist vielleicht so die einzige Strecke, die so ein bisschen, was jetzt die neuen TSW-Strecken angeht, die TSW-2-Strecken angeht, ist vielleicht Hamburg-Lübeck die, wo am meisten positiv formuliert Verbesserungspotenzial besteht. Ankündigung auf 120. Dann bremsen wir mal runter. Ich hab's noch gerade gesehen. Ah, nein. Da. Geschwindigkeitsprüfabschnitt. Ah, ist das ärgerlich. Nein, die Tür kriegst du nicht frei. Hilfsfahrschalter. Was ist das? Null, ab, Fahrt, aus. Müsste hier nicht nach so einer Zwangsbremsung irgendwas blinken bei der PZB? Oder passiert das nicht bei Zwangsbremsungen von oder durch Geschwindigkeitsprüfabschnitte? Ah, ist das ärgerlich. Gott. Naja, passiert den Besten und den Schlechtesten. Meine Damen und Herren, hiermit kriegen Sie für die gleichen Kosten noch ein wenig zusätzliche Fahrzeit. Gern geschehen. Aha.
Also man muss halt echt sagen, Geräuschkulisse vom Intercity ist nicht nur in Realität, sondern auch hier im TSW unglaublich schön. Also Hut ab, das habe ich schon oft gesagt, aber Hut ab vor diesem DLC, vor diesem Lok-DLC, meiner Meinung nach das Beste, was wir bisher bekommen haben. Gut, wir haben gar nicht mal so viele Lok-DLCs bisher für den deutschen Raum bekommen, ne? Also wir hatten ja die 182, die jetzt, ja, sagen wir mal, nicht optimal ist. Also die 182 von Rapid Transit, dann hatten wir jetzt die 155, die ganz okay ist, finde ich. Also, ja, aber ich finde, das macht Spaß in der 155, auch wenn, glaube ich, was so Fahrphysik angeht, die jetzt auch nicht gerade ideal ist, weil die abgeht wie ein Formel-1-Wagen. Selbst mit einem schweren Güterzug hinten dran. Und das war's, oder? Wir hatten ja keine weiteren Lok-DLCs. So, dann halt eben die 101. Und von diesen dreien definitiv die 101 am allerbesten. Ich kann mir vorstellen, dass die 180, wenn wir schon bei Lok-DLCs sind, dass die auch hier irgendwo sicher zum Einsatz kommt und irgendwie einen Zug abholt, um den dann irgendwo hinzufahren. Also bietet sich ja sehr, sehr gut an, würde ich behaupten. Die Frage ist natürlich, welche Wagen werden damit geliefert? Es müssen ja auch Wagen mitgeliefert werden, denn Skyhook Games kann ja nicht davon ausgehen, dass jeder zum Beispiel die Main-Spessart-Bahn oder Rhein-Ruhr-Osten oder sowas besitzt, wo Güterwagen mit dabei sind, sondern es muss ja erstmal nur davon ausgegangen werden, dass die Leute sich eine 187 kaufen, die Schnellfahrstrecke Köln-Aachen besitzen. Und bei der Schnellfahrstrecke Köln-Aachen wurden ja keinerlei Güterwagen mitgeliefert. Es gab ja den ICE 3 und den Talent 2, der hier mitgeliefert wurde. Heißt also, von Vanille aus sind hier keine Güterwagen mit dabei. War nicht irgendwo eine Ankündigung auf 110? Ich könnte schwören, da war doch eine. Naja, dann gehen wir wieder hoch. Genau, also es waren ja nie irgendwelche Güterwagen mit dazu geliefert worden. Das heißt also, dass Skyhook Games auf jeden Fall irgendwelche Güterwagen noch zusätzlich mitliefern muss für die 187. Ob die dabei neue kreieren? Ich glaube nicht. Wobei, ich überlege gerade für Cane Creek wurden dafür ebenfalls auch neue Güterwagen konzipiert. Also ich weiß auf jeden Fall, dass es ein paar gab, die es bereits schon im Spiel gab. Ich glaube, die sowieso mit Sand Patch Grade dazugekommen sind. Und Sand Patch Grade ist ja eine Strecke, die sowieso jeder besitzt. Haben die da zusätzliche Güterwagen mitgeliefert? Ich weiß es nicht. Ich glaube schon. Habe ich bisher gar nicht drüber nachgedacht. Welche Güterwagen kommen mit der 187 mit dazu? Wäre natürlich cool, wenn wir mal neue bekommen. Also sowas wie, ich glaube, solche Erzbomber oder Kohlebomber oder sowas haben wir ja noch nicht, ne? Meine ich zumindest. Wir haben ja die Containerwagen, wir haben die, ja, mehr oder weniger Rungenwagen, haben wir vorhin gesehen, wo die Baumstämme drauf lagen. Dann haben wir irgendwelche Kesselwagen. Dann gab es noch Güterwagen, die mit der 363 dazugekommen sind. Aber ich weiß nicht mehr, welche das waren. Waren das solche Staubgutwagen? Ja, ich weiß es nicht mehr. 120.
Ja. Und 80. Und Ankündigung auf Persisch. Nehmen wir mal hier für die E-Bremse. Die wirkt natürlich in diesen niedrigen Geschwindigkeitsbereichen nicht besonders gut. Aber das reicht trotzdem vollkommen aus. So, 40 haben wir auf dem Tacho. Und dann sind wir auch schon fast da. Mit einer Verspätung von ungefähr 10 Minuten. Kann ja mal passieren. Okay. Interessanter Fahrweg. Hätten wir nicht auch diese Weiche nehmen können? Abgang halt zu erwarten. Ah ja, die Haltmarkierung ist ein bisschen fehl am Platz hier. Das liegt aber auch, glaube ich, daran, dass der ausgewählte Bahnsteig nicht ideal ist. Normalerweise fahren auch hier die Züge in Gegenrichtung. Na ja gut, das liegt dann am Szenario. Boah. Aber ist nicht schlimm. Passiert ja sowieso häufig in Realität. Das ja mal. Und 500 Hertz Magnet. Halt für 210 Meter lange Züge. Wie lang ist denn unser 307? Dann fahren wir mal bis ganz nach vorne vor. Bis zur Haartafel. Ich danke euch recht herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und genauso sehr hoffe ich, dass ihr auch beim nächsten Mal mit dabei seid. Macht es gut. Tschüss und auf Wiedersehen.